Und ihr geht einfach mal dahin. So, ich brauche noch ein Level up, dass ich zwei weitere Arbeiter beschwören kann, weil ich brauche Arbeiter. So, ich brauche, krieg noch einen Punkt für mehr Räume. Keine Ahnung, woher ich jetzt schon wieder so viele Punkte habe. Werden die Materialien einsortiert? Ja, ich hoffe, die werden gleich einsortiert. So, währenddessen rufe ich noch einen Priester. Und schalte den zweiten Trupp frei. So. Du gehst trainieren. Wir haben genug Material für eine Werkstatt. Die wird einfach gleich mal nebenan gepflanzt. Neben der Trainingshalle. Gut. Ich weiß nur noch nicht, wo ich nachher die Spelunke hinsetzen soll. Also ja, ich könnte hier noch weiter nach oben graben. So. Naja, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ich grab so und ich grab so. Und dann kann ich da die Spelunke und das andere Ding hinsetzen. Aber jetzt setze ich erst einmal noch ein Vorratslager. Weil wir mehr Materialien auf jeden Fall brauchen. So, der Recke wird freigeschalten. Und es werden auch gleich mal null ausgebildet, weil ich nicht genug Materialien für die Jungs habe, gell? Jo. Also geht Trupp 1 wieder auf Überfall. Wir brauchen Materialien. Verschiedene Räume, die es hier erhalten. Sehr schön. So. Die Bogenschütze ist tot. Wir kriegen Materialien. So, was schalte ich als nächstes frei? Was ist wichtig? Eigentlich ja Frieden und Beute. Das ist wichtiger als die beiden. Meiner Meinung nach. So, Materialien. Können wir den Teil schon mal dafür nutzen, Fallen zu bauen? Nebenbei Fallen, dieses Mal werden wir auf jeden Fall 3 Punkte in Fallen geben müssen, weil ich brauche wenigstens eine von den Waldfallenarten. Und ich werde mich wahrscheinlich für die doppelte Mauerfalle entscheiden. Also werden die Tierchen drunter leiden müssen, die Maskottchen. So. Mehr Materialien ist dann schon mal gut, wenn sie ankommen. Ja, die werden jetzt da reingeworfen. So. Das heißt, wir können 2 von den Schergen ausbilden. Nicht Berserker-Schergen. So. Dungeon ist Stufe 4. Gibt nochmal 2 DCs. Sehr gut. Also Frieden und Beute brauchen wir jetzt. Damit habe ich schon mal die Grundversorgung für Materialien und so weiter. So, und dann können wir ja, glaube ich, demnächst diesen Raum hier leer machen. Und dann will ich irgendwann mal gucken, was mit dem Raum da oben ist. So, die schon mal zuweisen und zum Training schicken. Und ja, ich merke gerade, es ist ein Fehler, die Einheiten einzeln trainieren zu lassen als in der Gruppe, weil in der Gruppe kriegen sie dann auch noch Gruppenerfahrung und dadurch die Fähigkeiten freigeschalten. Todesheilung. Wenn sie stirbt, heilt die Einheit noch alle verbleibenden Truppenmitglieder um 25%. Oh.
und Todesstreich. Wenn sie stirbt, explodiert die Einheit und fügt in der Nähe befindlichen Feinden 50 Schadenspunkte zu. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber hey, es bringt auf jeden Fall Gruppenerfahrungspunkte. Wenn die Jungs hier trainieren. Was mein zweites Problem übrigens ist, ist, wo baue ich die zweite Küche hin? Die werde ich wohl da oben hinbauen müssen, ne? Ja, die werde ich hier hinbauen müssen und hoffen, dass die Spelunke nicht da daneben passt. Ah. Oder ich mache das einfach so. Ich baue die Spelunke dahin. Und grab hier noch weiter. Grab mich dann irgendwann da nach oben hier so direkt und hab dann hier noch mehr Platz für Räume. Ja, das ist doch ein Plan. So, ihr geht essen. Danach geht ihr essen und ja. Bald können wir schon mal hier hinporten. So, sobald ihr gegessen habt, essen die anderen. Oh, und Bark kann gleich nochmal zwei neue Wichtel beschwören. Und einer kann gleich das Ding hier besetzen. So. Genau, wenn ich hier oben weiter grab, nämlich. Einfach mal so hier. So, aus Jux und Dollerei einen langen Gang. Kann ich hier eine Küche dran setzen. Genau. Kann ich hier eine Küche dran setzen. Da das Arcanum. Da noch eine Vorratskammer irgendwo. Heroes are entering your dungeon. Hey Jungs. So, ich bereite mal Sprenghühnchen vor für die. So, ihr geht mal essen. Und der andere Trupp, das ist Trupp 2, hilft mal hier beim Schnetzeln. Sehr schön. Noch mehr Helden für die... Ja, für den Müllschlucker. So. Eat, sleep, slaughter. Ihr dürftet noch alle fit genug sein, ja, um die Helden hier zu verprügeln. Die kriegen auch alle Extraktormarkierungen. Und später können sie dann mit Materialmarkierungen da bleiben. Ah ja, rennt schon einer mit einem Sack? Ja. Dann lass die Helden mal ruhig da liegen. So, schwächen wir schon mal die Magier ein bisschen. Oh, die halten. Die können sich heilen? Ja, die heilen sich. Tatsache. Out of the pit into a hell. Bring den trotzdem nicht, sie werden niedergeknüppelt. Wie sieht's mit meinen Leuten aus? Oh, der eine Recke. Den hat's erwischt. Macht nichts, wir können jederzeit einen neuen rufen. So, während wir die Helden zu Toast verarbeiten. Gut. Arcanum oder? Ne, machen wir erstmal die Rüstungsupgrades. So. Ja, stimmt, es fehlen noch Rüstungsupgrades und zwar
Wahrscheinlich die ganz teuren für die ganz guten Rüstungen. Also, die hier. So, jetzt verbessern wir erstmal die Jungs hier. Die porten wir mal zum Training. So, du brauchst noch Verbesserungen. Und dann kriegst du noch welche. I feel the need to feed. Oh, wir haben sogar schon wieder 4 Punkte, yay. Für den Schreckensfürst, oder? Oder das Arcanum? Ach, machen wir erstmal das Arcanum. Den Schreckensfürst können wir auch später machen. So, wie viele Helden können wir noch extrahieren? 4. Ich glaube, das dürfte an denen da reichen dann schon. So. Dank Frieden und Beute haben wir genug Materialien. So, schicken wir die mal essen. So, euch beide noch mit Waffen, dich noch mit Waffe ausrüsten. Und hier können wir schon mal weitergraben. So, der Trupp ist auch fertig. Zwei Helden, die noch extrahiert werden können. Jupp, der eine wird gerade abgeholt und in den Extraktor geworfen. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Wie viele Helden sind das da oben? 2 Bogenschützen. Na gut, auf eine setzen wir die Extraktormarkierung, die andere bleibt Material. So, ordentlich draufhauen. Stufenaufstieg, Held getötet. Sehr schön. Gut. Wir können jetzt hier einen Durchgang machen. Das mache ich auch einfach mal. Die Küche können wir gerade nicht besetzen, dafür haben wir nicht genug Leute. So, letzter hätte den Extraktor. Autsch. Gut, jetzt können wir Helden nur noch in Materialien umwandeln. Jetzt bringt der Extraktor uns leider nichts mehr, was ich irgendwie doof finde. Einheiten beschwören. Nee. Einheiten ausrüsten. Stimmt eigentlich, ich könnte mal hier so einen beschwören. Was anderes habe ich ja im Augenblick leider nicht zur Verfügung. So, jetzt schnappe ich mir aber erstmal euch wieder. Dass wir die Kiste plündern, dann töten, kriegen wir hier ein, töten die. Und dann machen wir mit den Hauptquesten weiter. Oh, und wir sollten noch mal eine Vorratskammer hier, ups, bauen. Hier, oder? Ah, hier ist es mir zu nah am Eingang irgendwie. Das wäre die nächste Vorratskammer. Er würde es immer noch dorthin bringen. Hey. Nö, bauen wir die Vorratskammer einfach mal hier gegenüber von der Schmiede hin. So. Was brauchen wir noch? Spelunke haben wir. Wir haben jetzt genug Vorratskammern. Kerker und so weiter wollen wir nicht. Arcanum. Das habe ich freigeschalten, aber noch nicht gebaut. Das kommt nämlich hier hin. Dafür brauche ich aber allerdings noch etwas mehr Materialien. Und da ich eh Materialien brauche, um meine Truppen auszurüsten,